Lidl Sansibar Deluxe Bratwürste, ja, und das aber als Currywurst-Style mit Garnele oder Vitello-Tomato. Das fand ich ein bisschen so speziell, dass ich es mitnehmen musste und mit euch testen werde. Doch machen wir das jetzt, also ab in den Test. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Heute testen wir Lidl Currybratwurst oder Bratwurst, Currywurst. Das ist an sich, ist es eine Bratwurst, was da drin ist. Und das in der Sorte Garnele und Vitello Tomato. Das fand ich so speziell, dass ich sage, ich nehme sie mit. Sie gehören zu den Sansibar Deluxe Produkten, die Lidl hier öfters hat. Das heißt also nochmal, die Deluxe Linie soll ja die Premium Linie sein, wo die Produkte eigentlich noch besser sind. Nicht immer, wenn man da einige Tests schon gesehen hat, also jetzt nicht bei mir, sondern insgesamt, hat man gesehen, dass meistens die Deluxe-Produkte gar nicht wirklich besser sind, sondern einfach nur mehr kosten und schöner verpackt sind. Hat man wirklich sehr, sehr oft schon gesehen. Und dann noch Sansibar. Sansibar natürlich, Sylt, Sansibar und was da alles dazugehört. Alles toll, alles schön, Luxus pur für unseren Gaumen. Und das jetzt in diesen beiden Brat- oder Currywürsten. 3,49 Euro kostet so eine Packung, 270 Gramm bekommt ihr dafür an drei Würste. Ja. Mehr kann ich euch dazu schon mal nicht sagen. Wir werden die aber gleich auf dem Grill machen. Vorher gucken wir mal auf die Zutaten und Nährwerte. Und bin da gleich mal gespannt, ob das wirklich überzeugen kann. Besonders bei der Vitello-Tomatesorte klingt es an sich nicht schlecht, weil da ist wirklich viel Kalbfleisch mit drin. Aber das soll ja auch noch Thunfisch schmecken. Und ich denke mir so, warum will ich, dass eine Bratwurst mit schönem Kalbfleisch nach Thunfisch schmeckt? Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kommt und was daran das Tolle sein soll, aber wir finden es gleich mal raus. Wir gucken jetzt mal direkt auf die Bratwurst mit Garnele, weil das hat mich noch ein bisschen mehr schockiert. Ich blende es euch hier nebendrin mal ein. Also, ihr bekommt hier eine Bratwurst mit 75% Schweinefleisch, dann 10% wirkliche Garnele sind ja auch mit drin. Leider weiß ich nicht, woher die Garnele kommt. Trinkwasser, Meersalz, Gewürze, Dextrose, Gewürzextrakte, dann noch Würze, Aromen, enthält Krebstiere, okay, ist zu erwarten. Kräuter, Stabilisatoren, dann kommt die Disulfate, eine essbare Hülle ist aus Rinderkollagen. Ja, und das Produkt ist laktosefrei und von Natur aus glutenfrei. Also kurze Zutatenliste, aber es ist auch wirklich Garnele drin. 219 Kalorien auf 100 Gramm, anderen Zutaten seht ihr, Eiweiß hat 14,6. Ja, bin ich mal gespannt. Hergestellt wird von der Kamsen GmbH und Co. KG aus Kloppenburg, wenn den ein oder anderen das von euch was sagt. Ja, und dann haben wir ja natürlich noch die zweite Variante. Und jetzt würde ich hier mal genau drauf gucken. Es ist wirklich eine Kalbsbratwurst mit Schweinefleisch. Das ist nun okay. Da drin sind aber noch Kapern und Thunfischgeschmack. Und das ist so, was mich so ein bisschen schockiert hatte in dem Moment, wo ich das gelesen hatte. Also wirklich 59% Kalbfleisch. Das ist ja wirklich teures Fleisch. Kalb ist teuer. Natürlich ist die ganz junge Kuh, ist noch das Kälbchen. Also wenn das Fleisch noch ganz zart ist. Darauf nochmal 30% Schweinefleisch. Dann Trinkwasser, Meersalze, Gewürze, eingelegte Kapern. Ich bin eigentlich ein Riesenfan von Kapern. Die Kombination könnte eigentlich ganz gut sein. Dann Dextrose, Aroma, Kräuter, Stabilisatoren und wieder die essbare Hülle. Und das Aroma, das ist das Thunfischaroma. Es wird aber nicht gesagt, was das für ein Aroma ist. Es steht wieder nur Aroma drauf. Das kann also irgendein Aroma sein, was uns vorspielt, dass es Thunfisch ist. 237 Kalorien auf 100 Gramm und fast 17 Gramm Eiweiß. Ja. Wird von der gleichen Firma hergestellt und die werfen wir jetzt gleich hier auf den Grill. Der heizt schon ordentlich vor, der Next Grill, der gute. Habt ihr ja schon mal gesehen, hatte ich euch ja schon mal drauf angesprochen. Das ist eine Kooperation, die ich mit der Firma habe. Darum habe ich den Grill gestellt bekommen, so darf ich den für meine Videos nutzen. Und ich freue mich, dass ich einen guten Grill habe und für euch Videos zu machen. Darum werfe ich die jetzt mal drauf, mal gucken, wie lange sie brauchen. Ich habe mir ein bisschen Ketchup geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob man es unbedingt als Currywurst essen sollte, weil das finde ich immer ein bisschen schön, wenn es eine schöne Wurst ist, die jetzt hier was Besonderes vom Geschmack haben soll. Da das jetzt unbedingt noch mit Currysoße und Currypulver noch mal zu überdecken, sozusagen vom Geschmack. Ich will eigentlich den Grundgeschmack wissen. Den finden wir jetzt gleich heraus. Und dann probiere es aber auch mal mit Ketchup, aber ohne Currypulver. Weil ich will nur wissen, ob es wirklich Geschmack überdeckt oder nicht. Also ab auf den Grill damit. Und schauen wir mal, was die Würste machen. Und ja, sie brutzeln vor sich hin, platzen jetzt nicht wirklich auf. Es kommt aber Wasser raus, also an einigen Stellen ploppt dann öfters doch mal eine Blase auf und es kommt ein bisschen ordentlich Wasser rausgelaufen. Oh, sorry, ich habe euch jetzt hier so rumgefuchtelt, da war es unscharf geworden. Das war nicht meine Absicht. Aber ja, lassen Sie sich braten, wie eine Bratwurst. Also, das habe ich auch erwartet. Mal gucken, ob sie jetzt am Ende noch saftig sind oder ob wirklich zu viel rausgetropft ist. Und hier sind sie jetzt beide fertig und einmal frisch aus dem Grill. Ich wollte schon Topf sagen, aber nein, es war ja gar kein Topf. Ja, das hier ist die Garnelenversion. Kann man jetzt wirklich nicht viel sehen. Also es könnte jetzt eine x-beliebige Bratwurst sein. Ich
Das könnte ich euch jetzt wirklich nicht sagen. Das hier ist die Vitello Tono Style. Also die mit Thunfisch. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, sonst Bräunungsgrad hat geklappt. Also kann ich euch hier nochmal zeigen. Wir liegen ja hier daneben. Also hat ganz gut geklappt. Ist nicht zu dunkel geworden. Leicht schrumpelig, so wie man es von einem Bratwurst dann meistens kennt, wenn es zum Grill runterkommt. Aber wie gesagt, sie haben auch nicht Wasser verloren. Also hier merkt man schon, hier sind jetzt einige Luftpunkte zwischen, wo ich einfach fast die Hälfte wegdrücken kann. Das finde ich halt nicht ganz so schön, dass sie so viel Wasser verlieren. Aber naja, es ist am Ende immer noch ein Discounter-Produkt. Und wir hoffen mal, dass es schmeckt. Natürlich gibt es auch gute Discounter-Produkte, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber meistens muss irgendwo mit Wasser gearbeitet werden. Und das Wasser merkt man dann meistens bei der Wurst beim Grillen. Aber wir probieren sie jetzt aus. Ich bin gespannt, ob sie schmecken. Ja, und jetzt werden wir sie probieren. Ich bin gespannt. Ihr habt jetzt gesehen, dass das gerade anders aussieht. Mir ist nämlich gerade runtergefallen, die kleinen Stücken. Jetzt hat sich Barney direkt geschnappt, der kleine Sack. Ja, ne, du freust dich, Bratwurst. Er sitzt hier die ganze Zeit. Naja, dadurch ist es aber jetzt noch nicht mehr schlimm. Mir ist aber gerade aufgefallen, ich habe es euch falsch rumgezogen. Zeigt. Weil ich jetzt die nochmal aufschneiden musste, habe ich gesehen, dass das hier die Thunfisch-Version ist, weil hier die Kapa zu sehen ist und das hier nebendran, das ist die Garnelen-Version. Also gucken wir jetzt mal. Wir probieren uns also jetzt da mal ordentlich durch. Ich probiere jetzt also mal diese Tomaten-Version, diese Thunfisch-Version. Aber die riecht wie gesagt null, also nach irgendwas anderem. Habe mich sowieso schon gewundert, wie das gehen soll, nur mit Aroma, aber wir schauen mal. Sehr, sehr zäh, muss ich sagen. Also die Hülle außenrum sehr, sehr zäh. Überhaupt nicht, nicht so ein bisschen angenehm. Ganz leichte Gummi-Ecken an manchen Stellen. Ja, da, wo jetzt die Kapern war, war es natürlich schön salzig. Hat diesen Kapern-Geschmack. Da ist irgendwas dabei. Ob das jetzt Thunfisch ist, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde sie jetzt relativ langweilig. Also sie ist wirklich hauptsächlich salzig und du kaust relativ lange wirklich auf dieser Hülle rum. Aber von Thunfisch oder dass es jetzt dieses Vitello Tono Style irgendwas ist, nee. Also, das ist es bei Weitem nicht. Das ist einfach nur eine Bratwurst mit Kapern. Also, das ist die 3,49 nicht wert. Also nicht ansatzweise. Kauft euch lieber ein anderes Produkt für 3,49. Aber das hier ist einfach eine langweilige Wurst, die toll klingt. Hinten natürlich mit Kalbfleisch und so aufwartet. Also du schmeckst auch, dass das eine Wurst ist, aber ein bisschen zäh, vielleicht ein bisschen zu trocken, zu viel Wasser auch drin, ist jetzt nicht wirklich der Mehrwert. Da gibt es wirklich eine viel, viel bessere Schweinebratwurst oder sonstiges oder eine Krakauer oder sonstiges, was wirklich viel, viel intensiver schmeckt oder eine geile Käsebratwurst. Aber das hier lohnt sich, finde ich, gar nicht. Also ich weiß nicht, was der Mehrwert dahinter ist. Und wenn ich sie mit Ketchup esse, schmecke ich halt noch weniger davon. Aber dann brauche ich auch nicht eine Bratwurst mit Kalbfleisch machen und Co. Also das lohnt sich nicht. Punktemäßig. Von der geschmacklichen Skala aus gesehen, maximal 2 von 5. Also wirklich maximal. Also das ist wirklich nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das müsst ihr kaufen. Das ist eines der besten Produkte überhaupt. Probieren wir jetzt mal die mit Garnele. Mhm. Auch sehr, sehr salzig. War die andere ja gerade auch, da war es aber durch die Kapern. Hier ist es ja keine Kapa, hier ist es ja nur das Produkt, das hat 1,6 Gramm. Du schmeckst die Garnele, also du schmeckst diese Garnelennote zum Schweinefleisch dazu, was ich in der Kombination finde ich überhaupt nicht geil finde. Na, entweder will ich Fisch oder ich will Garnele, aber dann hätten sie vielleicht eine Fischbratwurst machen sollen, so wie es Nordsee ja schon gemacht hat mit Wels und hätten da vielleicht ein bisschen Garnele zugegeben. Aber das hier ist wirklich schon auch sehr, sehr speziell. Also die Hülle ist genauso. Auch dieses Quietschige und dann hast du wirklich diesen Garnelengeschmack, der dann weggeht und dann bleibt nur diese salzige und leicht diese Schweinefleischnote.
Also. Nee. Zum Wegschmeißen natürlich auf keinen Fall. Kann man immer essen. Würde ich mir aber nicht kaufen. Also. Nicht so, dass es bewusst ist, dass ich sagen würde, boah, die ist lecker, das müsst ihr unbedingt kaufen. Die Kombi ist einfach nicht geil. Also du schmeckst, wie gesagt, die ganze Zeit Garnele am Anfang, dann geht das halt weg, dann wird es salzig, dann hast du ein bisschen Schwein und zusätzlich die zähe Hülle. Hier hätte ich mir eine richtige Fischbratwurst gewünscht, das wäre ich, glaube ich, ein bisschen geiler als hier diese Kombination. Hier würde ich aber auch maximal nur 2 von 5 geben. Das ist keine geile Bratwurst, wo ich sagen würde, die müsst ihr holen und für den Preis für 3,49, wie gesagt, ihr könnt euch für das Geld ein besseres Produkt kaufen. Oder ein schönes Stück Fleisch. 250 Gramm für 3,49, da kriegst du ein schönes Stück Fleisch für. Das kriegst du auf jeden Fall. Aber das hier kann man machen, muss man aber nicht machen. Darum kann ich nicht mehr dazu sagen. Ich bin nur gespannt, ob ihr sie probiert habt. Habt ihr diese Garnelen und diese Thunfischbratwurst probiert? Hat sie euch geschmeckt? Habt ihr da irgendwas Tolles rausgeschmeckt? Würdet ihr sie kaufen, wenn ihr sie seht? Bei Lidl gibt es sie, glaube ich, auch immer noch. Die verkaufen sich, glaube ich, auch nicht so gut. Vielleicht kommen sie auch irgendwann nochmal wieder. Ich bin gespannt. Ich habe noch ein paar andere Bratwürste bei Lidl gekauft vor kurzem. Die hatten jetzt ein paar im Sortiment, auch verschiedene Krakauer mit Käse und Bacon und was da noch alles war. Da kommen jetzt noch ein paar Tests von Lidl und von anderen Herstellern. Wir probieren uns ein bisschen das Grillsortiment durch, weil dafür ist der Grill ja da. Und besser, als wenn wir nur süß testen, habe ich ja gesagt. Wir wollen ein bisschen mehr herzhaft testen. Das interessiert, glaube ich, euch auch ein bisschen mehr. Und ja, der bunte Mix macht es. Aber jetzt in der Sommerzeit können wir viel grillen. Also, wir sehen uns in eins der nächsten Videos. Danke fürs Food schauen. Ciao, euer Bob.